Ja Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Marco Boom. Heute sprechen wir über Meerwasserwandlitz, Nautilus Aquaristik, AquaPro 2000 und ich glaube Ruzek, Mr. Ruzek, Mr. M. Ruzek, ich weiß es nicht, wie man schimpft. Also Leute, falls euch das Thema interessiert, bleibt dran. Meine Freunde. Also wie ihr seht, ich bin immer noch bärtig bis zum Umfallen. Heute werde ich ihn etwas richten, da mein lieber Opa Geburtstag hat. Aber ansonsten würde ich ihn wachsen lassen. Ja, worüber wollten wir quatschen? Einfach darüber, wie meine Erfahrungen so sind in verschiedensten Geschäften. Ihr wisst, im Allgemeinen bin ich gar kein Fan von davon, einfach online Fische und Tiere zu bestellen. Das habe ich noch nie gern gemacht. Aber da gibt es ein Geschäft, können wir gleich mal da hingehen. Das ist Nautilus Aquaristik. Also da bestelle ich wirklich, wenn ich Tiere bestelle, dann da. Ja, also ich habe noch nie auch nur irgendwie Probleme gehabt. Klar gehen dir mal ein paar Schnecken im Nachhinein ein oder es geht ja auch mal im Nachhinein Fisch ein. Aber die Qualität der Tiere, als die hier ankamen, war einfach, Leute, ich sag's euch, Ast rein. Sorry, dass ich immer so komisch gucke, aber die Sonne knallt genau von vorne rein und blendet mich. Ja, die Tiere waren immer gut verpackt, egal wann ich bestellt habe, immer astrein, ja. Jedes Tier war super einzeln verpackt. Ich habe das auch wirklich schon gehabt, dass, oder also nicht bei mir, aber bei einem Kollegen, dass da wirklich 3 bis 4 Tiere in einer Tüte verpackt waren, was ich persönlich einfach scheiße finde. Sie sitzen dann in ihrer eigenen Scheiße, wenn da 4 Tiere die ganze Zeit am Kacken sind, so, ist nicht cool. Ja, bei Nautilus, alles war einzeln verpackt, die Qualität der Tiere war immer astrein, die waren nie irgendwie abgemagert oder sonstiges. Ich habe immer viel Schnecken und Einsiedler bestellt. Auch da habe ich, also ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, 4 bis 5 Tiere Ausfall auf 25 Schnecken und 25 Einsiedler. Das ist eigentlich gar nichts. Also ihr wisst ja selber, wie es ist. Man setzt die rein und nächsten Tag sind schon 10 tot, so gefühlt. Gerade bei den Schnecken, wenn sie noch auf dem Rücken liegen. Aber ansonsten, also ich persönlich habe nie auch nur eine negative Erfahrung da gemacht. Wenn ich angerufen hatte und eine Frage gehabt habe oder wenn ich angerufen habe und meinte, hey, kriegt ihr das eventuell rein? Die Leute waren immer höflich, es gab nie Probleme. Ja, einzig, was ein bisschen doof ist, du musst halt mit E-Mail bestellen. Also es ist nicht wie in einem Online-Shop, dass du hingehst, zack, 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 packst es dir halt in den Warenkorb und bestellt, zahlst mit PayPal. Nee, du musst das Geld erst hinüberweisen, schreibst ihm vorher per E-Mail, was du haben möchtest und die schicken es dir dann. Sie haben auch nicht alles an Korallen wohl im Online-Shop. Aber ein Kollege, der jetzt schon öfter da war, hat gesagt, dass der Laden auch astrein sein soll. Also für jeden, der da mal in Leipzig in der Ecke ist, schaut mal bei Nautilus Aquaristik vorbei. Kann ich persönlich nur empfehlen und einige meiner Kollegen, die auch sogar im Laden waren, auch schon. Die Preise sind im Allgemeinen sehr, sehr fair, was die Tiere angeht. Bei den Korallen weiß ich es nicht. Ich habe mir aber sagen lassen, dass sie auch sehr fair sind. Ja. Für alle, die jetzt denken, ich kriege irgendwas dafür, nein, kriege ich nicht. Ich mache das einfach nur, weil die Leute mich gefragt haben, ja, und wo bestellst du denn? Und ich habe schon da und da bestellt und dann kamen tote Tiere an. Und ich finde, das muss immer nicht sein. Also im Allgemeinen sage ich immer so, unterstützt eure lokalen Händler. Da könnt ihr euch die Tiere anschauen, ihr könnt sie direkt mitnehmen, ihr wisst, was ihr kauft. Und einfach, ja, wie soll ich sagen, es ist auch cool, man kennt sich da noch einfach. Also wenn ich hier, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Nur um das abzuschließen, also Nautilus kriegt hier wirklich 9 von 10 Punkten, einfach nur 9, weil einfach, ich mag ja Punktsysteme nicht, aber gut, wegen dem Online-Shop, das ist halt so ein dummes Ding, aber irgendwie hat es auch Charme, das muss man für sich wissen, aber es ist ein definitiv cooler Shop. So, Local Stores, Meerwasserwandlitz, ja, Grüße gehen raus an Ecki und da Marco, astreiner Laden. Hat, soweit ich weiß, einiges von Into the Blue sogar aufgekauft an Anlage. Ich glaube, eine Anlage stand sogar schon letzte Mal. Ja, man hat einen sehr sauberen Laden, die Becken sind sehr sauber. Man hat eine relativ große Auswahl an Korallen und an Tieren. Man kriegt immer Kaffee, ja, man hat freies WLAN und man kann mit PayPal zahlen, Leute. Also das müsst ihr euch geben. Ich stand da in dem Laden ohne Bargeld so und ja, zahlen mit PayPal. Schickst du uns. Ja, das ist halt perfekt. Ganz ehrlich, App rausgeholt, zack, und gut ist. Ja, was gibt's da auszusetzen an dem Laden?
Also es ist wirklich schwer. Das war auch bei Nautilus. Ich wollte mir erst ein Skript schreiben und so. Und mir Pros und Kontras. Aber das Problem ist, dass ich fast nie eine Kontra habe. Ja, das ist genauso, ich glaube, wenn man zu Nautilus geht, das ist genauso ein geiler Laden wie Meerwasser Wandels. Du kriegst, wirst deinen Kaffee kriegen, so, du kannst mit den Leuten mega cool schnacken. Ja, also kommen wir mal zum Personal. Personal immer astrein. Ja, bei Meerwasser Wandels, weiß ich nicht, sind chillig drauf, immer gut gelaunt. Also wenn ich da war zumindest, weiß ich nicht, die Beratung ist astrein. Die Leute kommen und chillen und bla und zwingen dir nichts auf, ja, also wenn ich mir überlege, wie oft ich da schon stand, soll ich mitnehmen, soll ich nicht mitnehmen, und dann haben sie lieber gesagt, nimmst du nächstes Mal mit, so, weißt du, man macht doch keinen Stress oder belastet das Becken doch nicht so heftig. Das ist für mich immer ein Pluspunkt. Ich mag das nicht, wenn die Leute mal ein was aufpatschen mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Ja, das hat eine Toilette, Meerwasserwand, das hat eine Toilette, Leute. Also für mich, als Mädchen, ja, jeder weiß, ich habe eine Frauenblase und Toilette, hallo? Ja, Contra, was natürlich für mich ein Minuspunkt ist, ein kleiner, ist, dass er so weit weg ist. Also ich komme, ihr müsst euch vorstellen, wenn das hier so Berlin ist, bin ich hier unten und Meerwasser Wandels ist da oben. Also einmal durch Berlin durch oder halt um Berlin rum. Aber es geht. Ich habe nun kein Auto, aber ich werde immer mitgenommen mit Leuten, die ein Auto haben. Und da fahren wir knapp eine Stunde. Es geht. Der Laden ist immer sauber, es ist nicht, also ist die Stunde, es ist in Ordnung. Keine Ahnung, welche Autoseite würde ich auch noch zu Nautilus mal nebenbei fahren. Ja, was habe ich für Minuspunkte auszusetzen? Weiß ich nicht. Preise sind wirklich fair, da kann man gar nichts sagen. Ich habe für die große, die hier hat, die ist leider, war da ein Kieferborstenwurm dran, ne? Vor einer Woche ungefähr. Und den habe ich dann schon rausgenommen, aber der hat so viel Schaden angerichtet, dass ich sie gestern gecuttet habe. Jetzt hoffe ich, sie öffnet sich, den Teil, ungefähr so ein Teil, den ich retten konnte, öffnet sich gerade wieder. Ich hoffe, das passt. Ansonsten Trachyphyllias, Lobophyllias, habe ich alles von ihm, die Goniopora, also alles aus Meerwasser Wandels. Ja, ein paar Krabbenarten und sowas. Und ansonsten, vieles wohl bemerkt, was ihr hier seht, ist auch von Nautilus. Also gerade viele Fische habe ich auch von Nautilus. Man muss dazu sagen, viele würden jetzt sagen, warum hast du nicht bei Meerwasser Wandels gekauft? Das hat einfach damit zu tun, dass ich Meerwasser Wandels damals noch nicht kannte. Ja, ich wusste nicht, dass es den Laden gibt, bis ich jemanden kennengelernt habe. Und der hat mir gesagt, hey, pass auf, da unten hast du einen richtig cooler Laden. Ja, ein Charme auf mich, ich weiß, aber ich kannte den Laden nicht, also konnte ich da nicht kaufen. Ganz einfach Geschichte. Und einige meiner Tiere sind ja auch geschenkt, wisst ihr, aus dem alten Becken, der aufgelöst hat. Wer meine Videos kennt, weiß das alles. So, ja, Aqua Pro 2000. Was habe ich zu Aqua Pro 2000 zu sagen? Ach, mein Gott. Siehst du, so viel zu dem Video. Ja, Meerwasser Wandels. Ich würde 9,5 bis 10 Punkte einfach sagen. Gut, die Entfernung, aber das ist halt für jemanden, der um der Ecke wohnt, der sagt, verstehst du, da ist das nichts. Und ich bin fair, also gebe ich dafür keinen Minuspunkt, dann gebe ich ihm einfach 10 Punkte. Ich mag den Laden, ich mag die Mitarbeiter, ich mag die Preise. Klar, man könnte es immer noch günstiger sein, so, aber die Leute müssen von was leben. Sind immer korrekt, so. Ich kriege immer meinen Kaffee, ich habe eine Couch, wo ich mich hinschillen kann, ich habe eine Toilette. Also eigentlich wie zu Hause, eigentlich perfekt, so. So, gehen wir weiter. Nautilus haben wir haben Messer Wandlitz, wir haben Aqua Pro 2000. Ja, an der Stelle auch an Aqua Pro 2000, danke, dass ich das Logo verwenden darf und hier irgendwo mit einblenden werde. Aqua Pro 2000, ja. Ich habe noch nie Tiere bestellt, ich bin mir gar nicht sicher gerade, ob es da Tiere gibt, aber ich glaube schon mittlerweile. Qualität von der Technik. Astrein. Also im Allgemeinen ist das hier ein Shop, den ihr euch wie Ruzek vorstellt. Nur, dass die meisten Produkte 1 bis 2 Euro billiger sind. Ja? Des Weiteren habt ihr ab 50 Euro Versandkosten frei. Also ich bestelle dann nur, ich bestelle meine Lampen, die kommen immer astrein eingepackt. Also hier die Röhren, die T5 Röhren von ATI. Ich bestelle Salze da, ich bestelle Wassertests da und es gibt wenige Sachen, die sie nicht haben. Sie haben wirklich viel Auswahl, auch dort Personal, wenn ich angefangen habe, eine Frage hatte, immer nett.
beantwortet und wenn mal keine, also eine Antwort sofort erledigt werden konnte oder mir beantwortet werden konnte, dann haben sie mir per E-Mail geantwortet. Also ja, auch hier wenig Negativpunkte. Ich hatte nie Probleme irgendwie da. Ich habe immer mit PayPal sofort bezahlt. Wenn was war, also das eine Mal ist eine falsche Röhre geliefert worden, da haben sie mir kostenfrei sogar noch die richtige Röhre geliefert, ja, und die andere habe ich bis zum heutigen Tag nicht einmal benutzt, die ist hier auf Ersatz. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, wie die heißt von Arti, so eine violette Actinic, kann das sein? Irgendwie sowas. Ja, also der Shop an sich, astrein, übersichtlich. Ja, ist übersichtlich, du findest alles, du hast eine Suchleiste, du kannst mit PayPal zahlen, du hast dein Kundenkonto. Sie haben vor kurzem jetzt erst eine neue Seite, die sieht um Längen besser aus als die alte und ist auch so generell vom Machen und Tun einfach ein bisschen angenehmer. Ja, kann ich mich nicht beklagen. Also ich krieg's volle 10 Punkte von mir auch für den Shop, weil ich nie Probleme hatte. Ja, Mr. Rutzek. Was soll ich zu Rutzek sagen? Hatte ich schon das ein oder andere Problem, muss ich ganz klar sagen. Im Allgemeinen aber ein guter, verlässlicher Shop, der immer schnell versendet. Viel Auswahl. Immer ein paar Groschen teurer als Aquapro 2000. Aber im Allgemeinen kann man da vieles bestellen, was andere nicht haben. Ja. Der Support allgemein ist immer sehr nett, wenn ich anrufe, aber dadurch, dass ich schon das eine oder andere Problem da hatte, ist es immer bei mir so. Also ich bestelle lieber auf Aquapro, sage ich ganz ehrlich. Ist aber nicht so, dass ihr bei Rutzek nicht bestellen sollt oder bestellen könnt. Ja, das ist ein astreiner Shop soweit. Nur weil ich da Probleme hatte, heißt es nicht, dass andere es auch haben. Ja, im Allgemeinen aber sind die Probleme immer gelöst worden, auch wenn es mit ein bisschen Pipapo war. Also im Allgemeinen kriegt der Shop ja auch nicht 8 Punkte so. Ach, die Punkte könnt ihr auch eigentlich vergessen. Das ist einfach so meine Erfahrung. Ja, also Rutzek ist eigentlich gut. Alles, was Aquapro nicht hat, bestelle ich da. Gar keine Frage, ist ein guter Shop. Aber ich habe halt so meine Pappenheimer, ja. Wenn ich Korallen kaufe, gehe ich zu Meerwasser Wandlitz so. Wenn ich irgendwelche Fische brauche, die Wandlitz nicht hat, gehe ich zu Nautilus oder Garnelen und so Kram bestelle ich alles bei Nautilus, weil einfach Nautilus übertrieben günstig ist. Ich zahle ein Appel und ein Ei, also könnt ihr gucken, nautilusaquaristik.de müsste das sein, in Leipzig sitzen die, da zahlst du für die 3 Garnelen irgendwie 30 Euro, so was ein lächerlicher Kram ist hier für die Kardinalsgarnelen, das ist Witz, ich zahle hier bei Megazoo schon 30 Euro so. Meerwasserwandel ist astreiner Shop, also wer da um der Ecke ist, wer den Laden aus Berlin noch nicht kennt, vergesst alle anderen Shops hier. Ich habe jeden mir angeguckt und einige für gut befunden, aber Meerwasserwandel ist für top empfunden. Es ist halt einfach so. Der Shop, der bei mir um der Ecke war, den gibt es leider nicht mehr. Der sitzt jetzt irgendwo in Vietnam oder weiß der Teufel wo. Ja. Also was für mich auch, das muss ich euch ganz klar sagen, was für mich immer sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn ich in den Laden komme, ich will nicht, dass es stinkt oder so. Es gibt ja einige Pappenheimer in Berlin, da wisst ihr ganz einfach, ihr kommt da hin und die Laden sehen aus wie Kloaken. Habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich eine Kloake sehen will, irgendwie so, weißt du, dann lasse ich mein Becken verkommen. Ist es halt einfach so. Aber beim Meerwasserwandel kommst du rein, es stinkt nicht, ja, trotz der ganzen Anlagen, es stinkt nicht irgendwie unangenehm. Es ist immer sauber, das ist für mich sehr wichtig. Ich hasse es, wenn die Läden schmutzig sind und wenn die Becken richtig verkeimt sind. Ja, also du siehst, dass sie sich wirklich Mühe geben. Ja. Zu Nautilus kann ich nun leider nichts persönlich sagen. Ich weiß nur, was meine Kollegen mir gesagt haben, dass es dort genauso sein soll. Der Laden soll sauber sein, die Becken sollen qualitativ gut, also sauber einfach auch sein. Die Beratung soll top sein. Und die sollen viel Auswahl haben. Wohl mehr als Meerwasser Wandlitz, das weiß ich nicht. Da lasse ich mich mal überraschen. Aber eigentlich kriegt man auch bei Wandlitz alles. Also im Endeffekt ist es egal, wo ihr bestellt. Ob nun bei Nautilus mit Korallen, Aquapro 2000, Meerwasser Wandlitz. Achtet einfach immer darauf, dass die Tiere, die ihr kauft, in Ordnung seid, dass die Becken nicht super verkeimt sind. Ihr könnt euch nicht über einen Shop beschweren, wenn ihr eine Koralle kauft und da klebt unter einem Stein ein Borstenwurm oder ein Kiefer, weiß ich gar nicht, wie heißt ein Kieferborstenwurm oder Kieferknacker, ihr wisst, was ich meine. Ja,
da könnte ja niemand für verantwortlich machen. Ich meine, ich habe schon eine Korallen gekauft, da waren 6 Borsten immer drin. Ja, widerlich, ja. Und genauso jetzt mit der Goniopora. Als ich die gekauft habe, habe ich den scheiß Wurm dann nicht gesehen. So, kann jetzt bei mir aus dem Becken kommen oder kann ich mir eingeschleppt haben. Es passiert halt einfach, ja. Wäre vielleicht taktisch klug gewesen, die in den Dip zu baden. Aber da ich ein fauler Sack bin, vergesse ich das immer. Ja, und ansonsten kriegt ihr jetzt noch ein kleines Update. Ich hoffe, das Video hat euch halbwegs gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren. Ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, knallt die rein. Ich bin selber noch kein Profi, aber ich versuche mich wie einer zu verhalten. Nein, Spaß. Ich lerne selber noch dazu. Man sieht es jetzt bei mir. Mein Doktor von jetzt auf sofort will nicht mehr. Also will schon, er frisst auch und alles, aber fällt schon wie eigenartig. Dann das Problem mit der Goniopora oder auch jetzt meine Trachyphylia. Einwandfrei, schön gewachsen die ganze Zeit. Und was passiert? Meine Einsiedler sind der Meinung, sie umzuschmeißen. Sie sagt die ganze Nacht im Sand. Jetzt habe ich eine kleine Stelle mit dem Skelett zu sehen. Und sowas ärgert mich. Das haben andere bestimmt auch, aber ich habe immer das Gefühl so, dass immer alles bei mir schief geht. Ja? Wenn man aktuellen Wasserwerte wieder sehen möchte, sind dort unten verlinkt. Mittlerweile habe ich den Nitratwert angepasst und liege wieder bei 12. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch halbwegs gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace, adios, ich bin raus, meine Freunde. Euer Marco Boom. Yeah.